Das ist sehr nett, danke. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin vor allem sehr froh, dass ich in Leipzig bin und nicht in München. Punkt. Einmal. Nein, ich finde München auch super. Ich war vor 5 Jahren das erste Mal in München und war direkt auf dem Oktoberfest. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Heißt auch Wiesen. Nee, war da und ich hatte einen Dirndl an, Leute. Und ich muss sagen, ich habe es genossen. Das ist ein geiles Kleidungsstück, so ein Dirndl. Also könnte ich jeden Tag tragen, wirklich. Aber die sind super eng, die Teile. Das sind gar nicht die Titten, das sind die Nieren, die oben rausgucken. Wirklich. Wie enttäuschend muss das für einen Mann sein, wenn er merkt, dass er den ganzen Tag auf Nieren gestarrt hat. Oder? Boah, hat die geile Nieren, oder? Oh. Nieren in Größe D, boah, Alter. Geile Nippel. Nee, das sind Nierensteine. Ja, gut platzierte Nierensteine. Nee, es war so ein bisschen komisch, als Türkin so ein Dirndl anzuziehen. Das bin ich, bin Türkin. Türkin. Es war komisch, weil du fühlst dich ein bisschen zu integriert. So ein Ticken zu doll. Ja, wie so ein Türke, der in der U-Bahn sagt, erst aussteigen lassen. Und denkst so, ein bisschen zu doll, Ahmed, komm wieder zurück zu uns. Wir sind hier bei den E-Scootern, ja. Es war wirklich geil da. Was ich richtig geil fand, waren die Haare der Männer in München. Die haben alle so gesundes, glänzendes Haar, ey. Nicht diese verkalkten Cracknesser, die Berliner Penner auf dem Kopf haben. Wirklich, die haben alle diese Jungunternehmerfrisur, wo die Welle mal so hoch ist wie der Bitcoin-Kurs. Das sind so Typen, die sehen so aus, als wenn sie Mutterleib so Ski fahren könnten. Ohne Scheiß, ey. I doubt it, ja? Kommt hier gar nicht an, alles gut. Ist egal. Machen wir einfach weiter. München hat es funktioniert. Nee, ich habe kein Mutterleib übrigens. Ich habe kein Mutterleib, ich habe auch keine Kinder. Aber ich beobachte sehr gerne Kinder. Das mache ich echt gerne. Hört sich ein bisschen creepy an, oder? Nee, wenn Männer das machen, ist es creepy. Wenn Frauen das machen, ist es, oh, ihre biologische Uhr tickt. Oh, sie will auch eins. Oder bei einer Frau denkt man nie, dass sie pädophil ist. Nie. Wenn du eine Frau auf dem Spielplatz hinterm Busch mit einem Fernglas siehst, denkst du, ja, ist eine engagierte Kindergärtnerin. Also, die hat alles im Blick. Nee, ich beobachte wirklich gern Kinder. Ich finde es zum Beispiel so komisch, wenn ich so kleine Mädchen auf der Straße sehe, wenn die so 4, 5 sind mit so einem Kinderwagen und wenn die schon so Mutter spielen und wenn die so glücklich sind dabei. Ich lache mal ganz gehässig, wenn ich das sehe. Ich gucke die immer an und mache immer so. Das ist nicht das echte Leben, kleine Luna. Du hast ein paar wichtige Schritte übersprungen, ja? Bis du da hinkommst, musst du erstmal durch die Hölle gehen. Ja, du musst erstmal angesprochen werden von so einem Typen in der Bar, der sagt, lach doch mal. Ne? Die lachen. Ja, die haben es verstanden, ihr nicht. Ja? Lach doch mal mit einem Lächeln, siehst du viel schöner aus. Ja? Und dann lässt du dich trotzdem auf den ein, weil deine Therapeutin dir gesagt hat, dass du außerhalb deines Musters auch mal daten sollst. Ne? Kaum hast du dich versehen, bist du mit so einem Key-Account-Manager von Froster zusammen, der jeden Tag nach Hause kommt und von den neuen Gerichten erzählt, ja, wir haben eine neue mexikanische Reispfanne, die schmeckt fast wie original. Und du denkst, hoffentlich ersticke ich an einem Maiskorn, Alter, hoffentlich. Das ist echt ein Leben, oder? Ich finde, wir müssen die Kids besser vorbereiten. Ich bin für so realistischeres Spielzeug. Ich fände so beziehungsunfähige Puppen ganz geil, zum Beispiel. Wie wär's mal damit? Ja, du kuschelst so 2 Tage mit ihr, alles ist geil, ihr habt die gleichen Hobbys und am 3. Tag sagt sie auf einmal, ich habe Angst vor Nähe. Und dann puff ist sie weg, einfach weg. Einfach weg. Und dann siehst du sie am nächsten Tag in so einem Kinderwagen von so einem anderen an dir vorbeifahren, ja. Zeig dir noch so den Puppenmittelfinger, ey. Nee, der ist eher so, weißt du, so ein Puppenmittelfinger. Das ist das echte Leben, oder? Oder wie wär's mit so einer schwangeren Puppe für Jungs? So eine schwangere Puppe, die Unterhalt verlangt. Und dann gibst du ihr so Geld und sie sagt, mehr. Das ist, oder? Das ist doch geil. Ja. Deshalb spielen Jungs übrigens nicht mit Puppen. Nicht, weil sie denken, sie wären schwul, sondern weil sie nach Pleite sind. Deswegen, ey. Das ist echt so. Ich will noch ein bisschen was über mich erzählen, weil ich bin ja der neue Shootingstar, den keiner kennt. Nee, ist gut. Nee, also ich hab eine relativ tiefe Stimme für eine Frau. Ja, ist ein bisschen auffällig bei mir. Leute, die meine Stimme hören, die denken immer, ich kann singen, komischerweise. Und ich sage immer, nein. Nee, keine Angst, ich kann überhaupt nicht singen. Und ich hasse Leute, die singen können. Boah, ich hasse sie. Und ich meine nicht so Popstars wie Beyoncé oder so, ne? Ich meine diese Lagerfeuersänger.
diese Schneidersitzsänger. Das sind so Leute, die so Happy Birthday ein bisschen zu gut singen. Ja? Du bist im Büro, du singst für so einen Kollegen, den du nicht kennst. Und dann hörst du plötzlich so ein To you. Und du denkst so, ey, halt die Fresse, Norman, Alter. Halt die Fresse. Pack die Gitarre weg, ja. Wir sind nicht beide Voice, wir sehen, dass du hässlich bist, so. Das sind auch so Leute, die jeden Karaoke-Abend versauen. Jeden Karaoke. Du willst einfach nur hin, saufen, YMCA grölen. Und dann kommt Norman auf die Bühne, gibt dem DJ so ein Zeichen, als wäre es seine Band irgendwie so, ne? Mach's den Bass ein bisschen runter, ich steig bei C-Dur ein, ja? Die haben auch immer so eine Musiknote in deinem Ohr tätowiert. Weil Musik ist mein Leben. Ohne Musik würde ich sterben. Und du denkst so, nein, ohne Wasser willst du sterben. Ich habe auch nicht einen kleinen Wasserhahn hier im Mund tätowiert. Fuck Norman, Alter. Fuck ihn. Die schwangere Puppe soll ihn ficken. Okay, danke schön. Das war's von mir. Danke, Leute.